Das ist aufgrund der Tatsache, dass so viele Glieder in der Logistik eine wichtige Rolle spielen, ein sehr, sehr schnelllebiger und abwechslungsreicher Beruf. Und ich glaube, gerade wenn man bedenkt, welche Herausforderungen gerade vor der Gesellschaft stehen, auch vor der Logistik, ein Spielfeld, wo man sich austoben kann und eigene Ideen einbringen kann. Ja, wie kriegen wir denn jetzt junge Leute in die Logistik? Und wir haben jemanden, der eine gute Antwort sicherlich drauf geben kann, Professor Thomas Strohtorte. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Logistik braucht Nachwuchs. Warum hat die Logistik vielleicht nicht so einen außerordentlich guten Ruf? Also ich finde das mit dem nicht so außerordentlich guten Ruf, finde ich gar nicht mal so. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir deutlich machen, dass das Bildungsangebot, welches wir haben für junge Leute, eigentlich genau das ist, was junge Leute heute interessiert. Und das ist einen ökologischen Fortschritt, einen sinnvollen Umgang mit den Ressourcen der Welt. Und da ist in der Logistik so viel zu tun. Wer kann denn diese Message am besten nach draußen transportieren? Ist die Wissenschaft dafür verantwortlich? Sind die Unternehmen dafür verantwortlich? Wie kommt man an die jungen Leute ran? Also erstmal haben Sie mich doch gerade gehört. Ich kann das und das mache ich auch sehr gerne. Sehr gut, ja. So, erstmal. So, dann natürlich die anderen, die in der Logistik tätig sind, die Praktiker. Es geht doch alles darum, wie minimieren wir LKW-Bewegungen? Wie transportieren wir weniger Ware, wir machen das Ganze effizienter. Und das kann Ihnen jeder Praktiker sagen. Also insofern, wir müssen lediglich diese Nachricht rausgeben und wir können die jungen Leute ergreifen mit dieser Nachricht, dass wenn sie die Welt retten wollen, dann kommen sie zu uns. Das sind sie genau richtig. Und diesen flammenden Appell von Professor Strohtorte, den haben einige Young Professionals in der Logistik schon verstanden. Ja, mich interessiert einfach das Supply Chain Management. Ich finde es super, wie man sieht, wie einfach alle Ketten miteinander zusammenspielen, wie einfach das Ganze wirklich ein Netzwerk wird und wie das Ganze dann zusammen wieder eins wird, verbunden mit den neuen Technologien. Macht einfach wirklich Spaß und gibt viele Möglichkeiten, da weiterzumachen. Ja, es ist halt einfach eine vielfältige Arbeit. Es ist nichts Stupides, wo ich sage, ich mache nur ein was und das mache ich die ganze Zeit. Selbst wenn ich in der Logistik bleibe und mich entscheide, okay, die Tätigkeit, die ich jetzt 5 Jahre lang gemacht habe, die entspricht mir jetzt nicht mehr so. Ich kann in der Logistik bleiben und kann mich da weiterentwickeln und trotzdem was ganz anderes machen. Und das ist einfach wahnsinnig spannend.